Hey Leute, allgemeiner Sicherheitshinweis. Ich habe jetzt Windows 11 probiert und habe versucht, mal ein paar Fehler zu finden, ne? Und habe Windows 11 jetzt auf meinem Computer drauf, seit gestern, und habe das mal ausprobiert, wie das so ist. Ohne Outlook-Account, mit einem lokalen Konto, ziemliche Dienste, alles ausgemacht. Bringt gar nichts. Bringt gar nichts. Trotzdem. Wenn du eingibst in der Suche unten, könnt ihr euch mal merken, hier in der Suche, wenn du eingibst CFG, kommst du in die Windows-Sicherheit. So, und da hast du hier einmal als ersten Programmpunkt Systemeinstellungen. Ne? Da kannst du nochmal ein paar Sicherheitseinstellungen aktivieren. Aber jetzt pass auf, wenn du hier auf Programm gehst, Programmeinstellungen, guck dir das mal an, Alter. Lauter Programmeinstellungen gemacht, die könnte ich jetzt alle entfernen hier. Runtime-Broker entfernen mit der Systemeinstellung. Passiert da jetzt auch noch was Schlimmes? Nein. Aber die können beim Runtime-Broker nicht mehr das machen, was da bei allen steht. Guck mal, System außer Kraftsetzung, System außer Kraftsetzung, weißt du? All diese Programme sollen mein System außer Kraft setzen, versteht ihr? Und ich wundere mich, warum das manchmal hängen bleibt, Alter. Hier, 6, System außer Kraftsetzung. Präsentation, Host, entfernen, Alter, weg damit. Und ey, ohne Scheiß, ich werde Anzeige schreiben, und werde auf das Video hinweisen, weil das lasse ich so nicht auf mir sitzen, Leute. Das könnt ihr vergessen. Das könnt ihr komplett vergessen. Na? Wie gesagt, ich habe echt alles probiert, Alter, und ich war immer zu geärgert mit meiner ganzen Technik. Mein Drucker geht nicht, wenn ich da mit dem Computer verbinde. Lautes auf völlig uns. Ich muss, das müsst ihr euch mal vorstellen, Alter. Ich muss verdammte Scheiße ein Bild auf einen USB-Stick machen. Wenn ich einen Screenshot mache, muss ich einfach einen USB-Stick machen, den USB-Stick in meinen Drucker stecken, dass er dann druckt und dann druckt er ordentlich so. Aber es ist für Fälle von uns. Dann ist das Bild von der Formatierung her nicht so genau, dass es da immer alles ordentlich drauf gedruckt ist, dann druckt der Computer es dann drauf. So, aber es da muss vom Screenshot ordentlich zu sehen sein, was rechts unten in der Taskleiste ist. Um den Screenshot rechtlich verwenden zu können. Und da seht ihr mal, wie schwer die es mir machen. Und wenn ich dann meinen Drucker. Wenn ich dann meinen Drucker versuche, mal mit dem Computer zu verbinden und das endlich mal hinkriege, macht er so, dass das Papier durchkommt und dann gestaut wird und zurückfährt und dann verkindet es. Da wird mir auch wieder geschadet, ja? Alles Kriegsführung gegen mich, kommt jetzt auch definitiv in den Ordner rein und wird einen Ordner Anzeigen gemacht und dann schreibe ich nochmal Anzeige, dass ich auf die Sachen darauf hinweise und auch von den Tätern Schadensersatz haben möchte. Die das betreiben, was ich dort darstelle. Und deswegen hier die Videos in der Kategorie Anzeige. Ganz klares Ding.